Hallo Vicky, das ist das Soft-Exo von Unique in der ersten Version oder die zweite Version des Exoskeletts von Unique. Zum Transport habe ich es mit dem Hüftgurt einmal zusammengebunden. Also die zweite Version des Unique Exoskeletts hat einen flexiblen Rücken, der soll nicht feststellbar sein. Ich habe oben eine anders gestaltete Anbindung an die Schulter, die weiterhin aus einem Gummiband, aus dem Elastomer auch besteht. Der Rücken ist aus Kunststoff. In der Vorgängerversion, dem Backup, war er noch aus Aluminium mit Stoff überzogen. So können wir ihn besser reinigen. Ich habe hier einen QR-Code, auf dem ich die Bedienungsanleitung finde und außerdem eine Kurzbedienungsanleitung innen drin. Der Hüftgurt ist im Vergleich zum Vorgängermodell atmungsaktiver, oder luftdurchlässiger. Das scheint hier ein grobporiger, offenporiger Schaumstoff zu sein. Das sind die Elastomere. An dieser Stelle wäre er, wenn nach unten gespannt ist oder jetzt entspannt ist, das Exoskelett deaktiviert. Und in gespannter Form, wenn sich die Spannung bis zum Knie überträgt, ist es in der vorderen Position aktiv. Wie gesagt, es ist ein passives Exoskelett, es ist elastomerbasiert und diese Elastomere sind das Kernstück. Der Rücken stabilisiert, die Kraft wird von der Hüfte bis zum Knie übertragen. Wie groß ist der Einstellbereich? Wir haben hier erstmal eine feste Schnalle und hier eine verstellbare Schnalle in der größtmöglichen Einstellung. Ich messe von Schnallenbeginn. Messe ich 131 cm. Und in der kleinsten Einstellung messe ich 80 cm Hüftumfang. Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass es auch zu weit sein kann. Wir hatten dünne Personen, die so nicht mehr oder wo der Gurt nicht vernünftig geschlossen hat. Nach unten setzt sich der Gurt über Elastomere fort. Beide Seiten sind gleich aufgebaut. Ich habe einen Y-Abzweig, habe hier gehen die Elastomere über einen Klettverschluss ans Knie über und können ausgetauscht werden. An der anderen Seite ist es genau das Gleiche. Das Knie ist aus einem Neopren aufgebaut. Ich habe hier zwei Kanäle. Oh, der hat sich verdreht oder ist falsch. Das wusste ich nicht, dass das möglich ist. Die sind offenbar festgeschraubt. Die beiden Kanäle öffnen den Magnetverschluss. Zum Anlegen nehme ich den Magnetstöpsel und lege ihn einfach auf die Mitte. Das zieht sich auch automatisch fest. Das heißt, es genügt, wenn ich einfach nur in die richtige Nähe komme und Spannungen, die vielleicht im System sind, entferne. Zum Öffnen wird der Knopf Richtung Kniescheibe geschoben, also in diese Richtung. Im unteren Bereich genau das Gleiche. Auf der Rückseite habe ich ein Klettband, mit dem ich die Weite am unteren Knieende einstellen kann, wie es für mich geschickt und bequem zu tragen ist.
und fortgesetzt wird das Knie über auf der einen Seite an einer längenverstellbar, also jederzeit abschneidbaren an einem Bändel. Ja. Auf der anderen Seite bitte nicht kürzen, hier ist das Band umgelenkt und hat einen Klettverschluss, an dem es an sich selber hängen kann. Wenn ich diesen Klett hier abschneide, dann brauche ich ein neues Band und das Exoskelett ist so nicht mehr einsatzfähig. Das Exoskelett setzt sich fort in der Fersenanbindung. Zum Öffnen schiebe ich den Magnetknopf nach unten, in die Folge in der oder dem Kanal entsprechend. Und zum Schließen genügt es, wenn ich einfach in die Nähe komme. Ich kann tatsächlich auch den Gurt einfach nur draufschmeißen, der zerrt sich fest. Die Beinanbindung ist hier aus einem elastischen Band gefertigt. Hier kommt die Ferse drauf oder die Innensohle des Schuhs. Und mit dem Klettverschluss verschließe ich das Exoskelett oder die Fersenanbindung über meiner Fessel. Zum Transport lege ich auch bei diesem Exoskelett alle Teile in den Hüftgurt rein. Ich schaue, dass ich die Knie schließe, weil die sich sonst gegenseitig verhaken können im benachbarten Knie und das ist dann ein größerer Aufwand, das zu entwirren. Und so habe ich einfach schon mal alles richtig in der Hand. Gehe mit dem Hüftgurt einmal außen rum. Und habe dann ein Paket geschnürt, das ich einigermaßen sauber transportieren kann. Die Länge des Rückens ist vielleicht noch interessant. Die variiert von 59 cm bis hin zu 38,5 cm. Wie immer gilt, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.